Wegen einer Rangelei mit Gegenspieler Yoshiko Saibu wurde der Amerikaner für 3 Partien gesperrt. Redding erhielt Strafe von Spielleiter Dirk Horstmann, kamen, wegen einer Tätlichkeit, auch Saibu muss vorerst zuschauen. Der deutsche Nationalspieler muss wegen einer Tätlichkeit in einem minderschweren Fall bestraft. Beide müssen 2000 Euro zahlen. Nach einem Korbleger von Saibu Ende des dritten Viertels hatte Redding den Berliner unter dem Korb 2-mal weggestoßen. Saibu wehrte sich danach, entstand eine Rudelbildung. Bayern-Profi Devin Burkhardt, der am Sonntag nach dem Vorfall ebenfalls vom Schiedsrichter in Kabine geschickt worden war, wurde von der BBL entsperrt und darf weiter auflaufen. Redding und Saibu können gegen Entscheidungen binnen 3 Tagen Berufung